Moin, moin, meine lieben Zuschauer, zu einer neuen Folge von So gut wird. Und heute kann man eigentlich schon sagen, mit dem Talent schlechthin in diesem Football-Manager-Teil, dem erst 15-jährigen Endrick. Ein mega Talent, an dem auch Real Madrid in der Realität dran ist und, glaube ich, verpflichten wird für knapp 60, 70 Millionen, irgendwie so um den Dreh. Also ein krasser Spieler. Man sieht auch, mit seinen 15 Jahren hat er jetzt schon so unglaubliche Fähigkeiten. Er wird zwar in 17 Tagen 16, aber auch das ist natürlich unglaublich einfach. Im physischen Bereich hat er schon eine gute Schnelligkeit, einen guten Antritt. 1,73 groß, aber kann auf jeden Fall noch ein bisschen wachsen. Im mentalen Bereich ist auch schon eine ordentliche Zielstrebigkeit, eine hohe Aggressivität. Er ist nervenstark, ist ohne Ball gut, trifft häufig gute Entscheidungen, hat unfassbaren Flair von 18, ist einigermaßen konzentriert und das mit 15 Jahren, antizipiert gut und auch im Technischen die wichtigen Fähigkeiten, vor allem als Stürmer, hat einen guten Abschluss, auch eine gute Technik, also vielleicht auch ein Zielspieler, wobei der dafür ein bisschen zu klein ist, aber ja, auch gut im Dribbling, natürlich, der ist Brasilianer, die Ballannahme auch bei 13, also er kann eigentlich, finde ich, im Sturm eingesetzt werden, aber auch genauso gut auf den offensiven Dreier rein. Der Rest als Inverser wäre da ganz gut. Auch als ganz normaler Flügelspieler, auch Außenstürmer zum Beispiel. Oder auch als Spielmacher. Natürlich, ein paar Spiele müsste dann noch ein bisschen besser werden. Auch die Übersicht von 11, klar. Aber hat mit Flair auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Fähigkeiten. Flair als Schattenstürmer. Und ja, also Endrick, unglaublich mit seinen nur 15 Jahren. Und ja, wir springen jetzt mal nach vorne. 10 Jahre nach vorne. Aber auch dann wird er erst 25 Jahre alt sein. Und da kann ich schon mal versprechen, in Zukunft, ab dem nächsten FM-Teil, wenn es dann solche Ausnahmen gibt mit so jungen Spielern wie jetzt unter anderem Endrick, werde ich auf jeden Fall dann mal 15 Saisons in die Zukunft gucken, damit wir dann halt auch mal sehen, wie Endrick mit 30 Jahren aussehen wird, wenn er dann noch weiterentwickelt ist. Also, los geht's. Was ein Spieler, meine lieben Zuschauer, das ist einfach unglaublich. Er hat es im Schnitt um 3,07 Punkte verbessert. Das ist einfach herausragend. Herausragend, muss man sagen. Die Sprunghöhe ist ein bisschen schwächer geworden. Gut, das ist nicht so wichtig. Ansonsten Tackling bei 0 noch, also nicht besser geworden. Seine Weiteinwürfe sind weiterhin bei 2. Oh nein. Und die Aggressivität ist gleich geblieben, wobei das auch nicht unbedingt schlecht ist. Ansonsten konnte seine Schnelligkeit noch um 3 Punkte verbessern. Die Balance, die Beweglichkeit, die Ausdauer, hier war es um 5. Seine Übersicht, ich habe gesagt, die müssen noch besser werden. Hat einfach mal um 6 Punkte verbessert. 17. Die Nervenstärke ist bei 17. Auch um 5 Punkte stärker. Ohne Ball um 4 Punkte besser geworden. Die Entscheidungen, die Konzentration wurden noch besser. Die Antizipation, auch im technischen Bereich, die Weitschüsse von 10 auf 13, Abschluss und Ballnahme, hier war es von 13 auf 16, Dribbling auf 18, er ist jetzt auch ein besserer Elfmeterschütze, kann auch bessere Flanken schlagen, also ein noch besserer Flügelspieler, die Kopfballtechnik einfach von 9 auf 14, Respekt für jemanden wie ihn, sein Passwert ist jetzt bei 12, Flair jetzt auf einer höchsten Position auf 20, der Junge, also wer die Folge von So gut wird, Youssoufa Moukoko noch nicht gesehen hat, aber der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Konkurrent, am Ende allgemein in der Rangliste, die am Ende jeder vorgekommen wird, die Nummer 1 zu sein, da muss erstmal jemand kommen, der sich besser entwickelt als Endrick. Unfassbare Burschen, auch sein Marktwert natürlich, ja, krass angestiegen. Um bis zu über 300 Millionen Euro verdient tut er jetzt auch super viel, ist brasilianischer Nationalspieler, aber auch erst 11 Spiele. Respekt an die brasilianische Nationalmannschaft, dass ihr euch das leisten könnt. Was aber sehr interessant ist, er ist erst 2029 gewechselt, also mit roundabout 23 Jahren für nur 27,5 Millionen Euro. Also haltet ihn auf jeden Fall im Auge, wenn er vielleicht ganz am Anfang nicht wechseln will, weil er vielleicht noch zu jung ist oder warum auch immer und ihn noch kein anderer Verein geholt hat. Er ist jetzt nicht super teuer, aber einfach unfassbar und dann entwickelt er sich auch super und ist auch Stammspieler mittlerweile bei Inter Mailand. Auch schon in der ersten Saison mehr oder weniger gewesen. Also der ist schon krass, Leute. Und er ist 25, also da ist noch immer viel Potenzial nach oben. Da ist immer noch viel Potenzial nach oben. Ich glaube, gewachsen ist er auch um knapp 3 cm, aber nagelt mich nicht da oben fest. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Ja, Leute, also Endrick, unfassbarer Spieler. Ja, ich will nicht sagen, wie gut Moukoko wurde, aber er wird ein guter Konkurrent sein. Mal schauen. Also, das ist nicht normal. Ich glaube, im ganzen letzten FM-Teil gab es keinen einzigen, der sich so stark verbessert hat. Das ist nicht normal, meine lieben Zuschauer. Das ist einfach krass. Ja, das war's dann mit der heutigen Folge von So gut wird. Endrick, krasser Boy. Und in der nächsten Episode, vielleicht kommt die auch schon morgen, gibt es dann Arda Güler, das türkische Ausnahme-Supertalent von Fenerbahçe Istanbul. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, weil ich ein großer Fan von ihm bin, auch von seiner Spielweise, wie er sich so entwickeln wird hier im Football Manager. Und ja, habt noch einen wunderschönen Tag. Schreibt wie immer sehr gerne in die Kommentare, wen ich sonst mir so anschauen soll. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.